Also ich möchte ja Tipps geben für jedermann, also von Omnivore-Lebenden bis zu Leuten, die sich für Lichtnahrung interessieren und alles halt dazwischen. Verbesserung ist immer eine Verbesserung und jetzt wollte ich mal den Leuten Tipps geben, die ja vegan leben, vielleicht schon fettarm, vegan oder halt irgendeine Form von relativ gesunder veganer Ernährung und halt aber das noch deutlich optimieren wollen, beziehungsweise bewusst machen, dass man es einfach deutlich optimieren kann, wenn man es denn braucht. Es kann natürlich sein, dass man irgendwann so viel Energie dadurch hat, dass man damit noch gar nicht klarkommt und dann ist das vielleicht auch sinnvoll, erstmal auch jahrelang irgendwie Junk zu essen, um sich irgendwie besser zu erden und besser mit den Erdenergien, sage ich mal, klarzukommen, um ja nicht einfach wegzufliegen. Das kann auf jeden Fall sein, aber für Leute, die halt mehr Energie suchen, das sind sicherlich, ist sicherlich der überwiegende Teil sogar, und bereits bei einer veganen oder überwiegend veganen Ernährung sind, da ist es so, dass also alle Menschen leiden halt an der Hungerkrankheit und niemand ist sich dessen bewusst, dass es eine Krankheit ist und der Hunger ein Symptom ist. Und dass man in einen Zustand kommen kann, wo Hunger nicht mehr existiert, also man gar kein Bedürfnis mehr hat. Man merkt dann einfach nur irgendwann, ja, jetzt habe ich weniger Energie als sonst, könnte ich mal wieder was zu mir nehmen. Aber es ist halt kein Hunger mehr, es ist kein Getriebensein, man kann das selber bestimmen, man kann auch mal eine Mahlzeit ausfallen lassen, man kann auch irgendwann mal einen ganzen Tag lang ausfallen lassen, ohne dass man dadurch weniger Energie hätte, ohne dass man davon irgendwas merken würde. Und das ergibt halt sehr, sehr viel Freiheit und auch nebenbei auch finanzielle Freiheit. Das war mir auf jeden Fall auch ein starker Motivationspunkt, damit ich halt mich nicht sozusagen von dieser Arbeitswelt einsaugen lasse, solange ich halt noch nicht das gefunden habe, was ich halt machen möchte, was ich die ganze Zeit nicht gefunden hatte, jetzt sich aber immer stärker ergibt. Und da sind die Tipps, dass Hunger sehr stark, also Hunger wird erstmal erzeugt, also der ganze Mechanismus ist eine geniale Falle, das ist ein Teufelskreis, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist bestimmt vom Teufel. Das Geniale daran, oder die geniale Falle, ist, dass das Essen selber Hunger erzeugt. Und das ist natürlich ein Teufelskreis. Dann hat man, ja, man isst, von Geburt an wird man halt mit falscher Kost, gefüttert. Und irgendwann hat man dann halt Hunger und isst wieder, und dadurch kriegt man Hunger und isst wieder. Und ja, was am meisten in der veganen Ernährung, also auch in der High-Carb-veganen Ernährung noch, also was halt schon eine gesündere Ernährung ist als die gemischte Junk-vegane Ernährung, aber was man da halt auch noch hat, oder oft hat, sind die ganzen Getreideprodukte. Und Getreideprodukte, die übersäuern sehr stark, die sind stark säurebildend, besonders Weizen, aber auch noch Dinkel, und Reis. Auch Mais, die gesamte Palette von Getreide, die sind stark säurebildend und wodurch entsteht Hunger. Dadurch, dass der Körper auch Mineralstoffe sucht, um die Säuren im Körper durch die Gifte, durch die neuen Gifte wie zum Beispiel Getreide, also das bezeichne ich jetzt halt als Gift in dem Sinne, weil es halt säurebildend ist. Und das ist dann halt nicht gut für den Körper. Und das ist für mich so die Definition von Gift, sage ich mal. Ja, wenn man dann halt diese Säuren im Blutkreislauf hat, dann sucht der Körper dann nach Möglichkeiten, das abzupuffern, ohne an seine eigenen Reserven in den Knochen und Haaren und so weiter zu gehen. Deswegen hat man auch zum Beispiel, oder haben einige Haarausfall, wenn die halt fasten oder stark entgiften, weil dann einfach so viel Säuren durch die Gifte in den Blutkreislauf geschwemmt werden, dass von den Haaren einfach die Mineralstoffe abgezogen werden von den Knochen, um das halt zu neutralisieren, abzupuffern. Und der Körper versucht das halt erstmal nicht an seine Reserven zu gehen, generiert deswegen Hunger, damit man von außen dann halt diese Mineralstoffe zuführt. Ja, das ist halt sehr stark bei Getreide so. Deswegen erzeugt Getreide wieder stark Hunger und dann muss man immer weiter essen und dann macht man halt die ganze Zeit High Carb, wenn man dann auch halt die ganze Zeit wieder Hunger hat, dann isst man halt wieder die Nudeln oder den Reis und es geht dann halt ewig weiter und es ja, verbessert sich halt nie. Aber wenn man damit halt gut klarkommt und so weiter, ist das ja kein Problem. Das ist ja für jeden anders, was er halt haben möchte und ist eventuell auch zeitlich immer eine Entwicklung.
Aber wenn man das halt nicht haben möchte und sich davon halt befreien möchte auch, oder halt einfach einen Schritt weiter möchte, weil einem das halt irgendwann zu langweilig wird, auch so viel zu essen immer. Für manche ist das sicher ganz geil, für manche ist das halt nicht so geil, ich fand das halt nie so wirklich geil. Dann, ja, kann man das halt ersetzen. Man sollte die Nahrung, die gesamte Ernährung dann halt basenüberschüssig gestalten, zu ungefähr 70 bis 75%. Tierprodukte ist klar, ist das am stärksten säurebildendste überhaupt. Bei vegan ist auch klar, bei Fertigprodukten stark säurebildend und so weiter. Und dann kommt halt Getreide. Hülsenfrüchte sind angeblich gute Säurebildner. Ich vertrage persönlich gar keine Hülsenfrüchte, deswegen kann ich da bezüglich gar keine Tipps geben. Ich kriege einen extremst schmerzhaften, langanhaltenden Blähbauch und Totalverdauungsstörung, wenn ich Hülsenfrüchte konsumiere. Egal welche. Auch wenn das halt nur irgendwie so Brechbohnen sind, was eigentlich als Gemüse bezeichnet wird und nicht als Hülsenfrüchte. Ja. Basisch, genau. Gemüse ist natürlich sehr basisch, auch wenn es erhitzt ist, ist es immer noch sehr, sehr gut. Erzeugt halt nicht viel Hunger, also alles Gekochte ist säurebildend, auch wenn halt überall steht, Gemüse ist basisch, Obst ist basisch, Pseudogetreide ist basisch. Wenn es erhitzt ist, ist es alles säurebildend, aber nur halt sehr wenig. Oder relativ wenig. Es erzeugt dann Hunger, aber halt wenig. Und deswegen ist es halt ein deutlicher Fortschritt. Und das ist halt wirklich ein krasser Sprung von Getreide zu Nicht-Getreide. Und wenn halt mal den Test macht, dass er halt statt Getreide Pseudogetreide dann integriert, das ist dann halt der Tipp. Das ist ja Buchweizen, Quinoa. Ich würde in erster Linie Buchweizen nehmen, weil Quinoa halt sehr teuer ist. Buchweizen kostet für 500 Gramm 2 Euro. Ist halt doppelt so teuer wie Reis dann halt. Aber ihr müsst dann halt auch, ich habe dann halt auch nur halb so viel Hunger insgesamt ungefähr. Zumindest in der zweiten Mahlzeit. Die erste Mahlzeit kann ja gleichbleibend sein aus Obst und so weiter. Ja, wenn ihr das halt probiert, diesen Buchweizen zum Beispiel, den würde ich aber einweichen. Ich weiß nicht, mindestens 15 Minuten, vielleicht ein paar Stunden, weil das halt sehr schleimbildend ist. Buchweizen ist das schleimbildendste Produkt in der veganen Ernährung, was mir bisher bekannt ist, also noch stärker als Reis. Und Arnold Ehret hat Reis so als das stärkste bezeichnet und er kannte halt noch kein Buchweizen damals. Buchweizen ist noch schleimbildender, aber wenn man das halt einweicht, dann bildet sich da sehr, sehr viel Schleim mit dem Wasser zusammen. Das kann man halt dann halt abgießen. Und wenn man das Ganze dann noch backt oder also halt einen Teig draus macht und dann irgendwie zusammen mit Kichererbsenmehl eine Pfannpizza macht oder Nudeln draus macht oder einfach so kocht oder rostet oder Bratlinge, was auch immer. Und dann verbessert sich das nochmal und dann ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt. Und ihr werdet merken, dass ihr da davon sehr, sehr schnell satt seid. Dass ihr überhaupt nicht viel braucht, auch wenn ihr halt vorher irgendwie eine ganze Schüssel Reis gegessen habt, um irgendwie satt zu werden oder dadurch noch nicht mal satt werdet, wie das bei mir der Fall ist. Ich kann so viel Getreide essen, wie ich will. Ich kann eine ganze Packung Nudeln essen, ungefähr 2000 Kalorien und werde davon einfach nicht satt. Das ist einfach unmöglich bei mir. Weil der Körper halt nach den Mineralstoffen sucht meistens. Oder nach dem Zucker. Das ist halt auch immer unterschiedlich, was der Körper einem gerade da sagt. Und das findet man halt nicht in Nudeln oder Getreideprodukten. Das ist halt kein Produkt, was irgendwie, ja, was irgendwie, es könnte halt höchstens halt Zucker liefern, indem es halt Stärke umwandelt und dabei halt sehr schleimbildend ist. Das ist halt so das Einzige. Aber ich glaube gar nicht, dass, ja, wir brauchen halt auch den Zucker. Es hat halt einen stark reinigenden Effekt für den Blutkreislauf, weil wir ständig halt entgiften und irgendwann sammeln sich dann halt so viele Gifte und Schleim und Schlacken im Blutkreislauf an, dass das halt wieder freigepustet werden muss. Dadurch entsteht dann mehr Energie und dieses Freipusten entsteht halt durch Zucker. Aber wenn wir dann halt die ganze Zeit wieder auch die Stärke essen, beziehungsweise die Getreide essen, dann das ist ja das ganze Schleimbildende wieder und deswegen müssen wir dann erst wieder so viel Zucker nachladen. Das ist halt ein Teufelskreis. Dann isst man halt Nudeln, nur um Nudeln zu essen und nur die Leute brauchen Nudeln und Reis, die Nudeln und Reis essen. Wenn man es dann halt ersetzt, dann braucht man es einfach nicht mehr und man hat sogar noch mehr Energie. Das ist einfach so, ihr könnt es ausprobieren.
Wenn natürlich von vornherein sagt, nö, glaube ich nicht und so weiter, und ihr probiert das nur aus, um dann euch selber zu beweisen, dass das halt nicht wahr ist, dann ist das für euch halt auch nicht wahr und dann könnt ihr da halt auch nichts ändern. Aber ich kann es halt nur empfehlen. Also ihr werdet merken, ihr werdet sehr schnell satt durch den Buchweizen, ihr werdet viel länger satt, und wenn ihr dann halt wieder Hunger habt, dann ist das halt nicht mehr so ein gedrängtes Gefühl, ich muss jetzt was essen, sonst leide ich hier Hunger. Das ist halt wirklich dieses Hungerleiden, oder sonst habe ich hier einen Hungerhaken, sondern es ist halt ein sanfteres Gefühl, und ihr seid dann wieder nach deutlich weniger satt, ihr braucht da keine ganze Schüssel Reis oder so. Und irgendwann entwickelt sich das dann halt automatisch dann auch zu einer Beilage zum Gemüse. Also wie gesagt, Buchweizen und Kartoffeln und anderes Wurzelgemüse. Süßkartoffeln, aber auch stärkefreies Wurzelgemüse kann ich da sehr stark empfehlen. Und immer wirklich auch Gemüse dazu essen, kann ich auch sehr stark empfehlen. Wenn ihr halt nur esst, weil ihr halt meint, den Zucker zu brauchen oder die Kohlenhydrate, dann würde ich halt lieber vorher Zucker reinwerfen, Saft, Obst, oder es gibt auch zum Beispiel Apfelrotkohl im Netto. Den wasche ich halt nur kurz durch, damit das ganze Salz da abgeht. Kriegt man 700 Gramm für 50 Cent. Und es hat mehr Zucker als Obst. Also man kann sich dann halt auch wirklich Salate dann mit Zucker anmachen. Am besten halt so irgendwie Dattelsirup oder Zuckerrübensirup ist sehr günstig. Zur Not halt irgendwie normalen Zucker oder Vollrohrzucker, Rohrzucker. Dass man sich da irgendwie dann gedünstete Salate anmacht oder halt mit Trockenfrüchten einfach mixt. Ja, das könnte man machen. Und dazu dann halt als Beilage dann irgendwie noch halt ein paar Kartoffeln oder sowas. Gemüse, stärkefreies Gemüse, und als nächstes dann Buchweizen, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Quinoa eventuell und gekeimtes Getreide. Gekeimtes Getreide ist halt auch basisch oder ziemlich basisch. Wenn er halt einfach euch ein Kilo Weizen holt, Bio-Weizen für 1 € ungefähr, dann könnt ihr den einfach keimen lassen. Ihr habt da so viel von und ist so günstig. 2, 3 Tage. Und daraus könnt ihr dann auch eine Pizza machen. Könnt ihr halt ganz normal verwenden und weiterverarbeiten. Salz würde ich halt gering halten insgesamt. Ganz gut trinken. Kaffee auf keinen Fall, das würde ich mit grünem Tee oder anderem Tee ersetzen, weil Kaffee ist so das Säurebildendste überhaupt und erzeugt deswegen extremen Hunger. Also da sollte man sich meiner Meinung nach nicht der Illusion hingeben, ja, Kaffee ist ja nicht schleimbildend, also ist was gesünder, als wenn ich jetzt Nudeln esse. Also ich esse lieber 1000 Kalorien Nudeln, als dass ich einen Kaffee trinke, weil Kaffee so viel Hunger erzeugt durch das extreme Säurebildende, dass man dann nach überhaupt nicht mehr klarkommt. Dass den Körper auch richtig abfuckt und dann wahrscheinlich sogar danach außer Heißhungerattacke dann trotzdem die Nudeln isst und so weiter. Das kann ich also nicht empfehlen. Außer halt mal selten oder so. Ja. Also, wie gesagt, Obst und Säfte, Trockenobst, angemachte Salate, auch gedünstete Salate, wie zum Beispiel Apfelrotkohl, gedünstetes Gemüse, was man natürlich auch zu so einem Brei machen kann, oder halt so zu so einem Gratin. Kartoffeln, anderes Wurzelgemüse, Kohlgemüse, sehr sättigend, also Wurzel- und Kohlgemüse. Auch mit Soßen angemacht, oder so eine Hafersahne oder sowas. Also selbstgemachte Hafersahne, nicht da, wo ganz viel Öl drin ist. Also Öl würde ich auch gering halten. Beziehungsweise, wenn, dann würde ich nur Olivenöl nehmen und Kokosöl. Kokosöl gibt es in der Müller-Drogerie für 3,50 € für 200 Gramm. Das ist das günstigste Bio-Kokosöl, was ich gefunden habe. Das ist so das Einzige, was auch nicht ranzig wird. Alles andere ist eigentlich auf irgendeine Art und Weise giftig. Kann ich nur eingeschränkt, also dass man es halt selten nimmt und man halt wenig nimmt, irgendwie zum Anbraten oder so. Da kann man aber auch eine Keramikpfanne nehmen. Also rohes Obst und Gemüse und Stärkeprodukten, wie gesagt, Kartoffeln, Buchweizen, Quinoa und gekeimtes Getreide. Das kann Reis sein, es kann Dinkel sein, Weizen sein. Und alles andere ist dann halt mal so zur Ausnahme, wenn man mal gerade überhaupt keinen Bock hat, irgendwas zu machen, oder halt total Bock hat auf irgendwie Nudeln, dann holt man sich halt die Bio-Nudeln daraus, dass man bei Weizenprodukten zumindest Bio nimmt. Und ob Vollkorn oder nicht Vollkorn, finde ich eigentlich ziemlich egal. Ich finde Auszugsmehl besser,
Deswegen, also ich habe gemerkt, dass beides gleich viel Hunger erzeugt und beides gleich säurebildend ist eigentlich. Nur, dass das Vollkorn Weizen halt noch erdige Stoffe mit sich bringt, die der Körper auch überhaupt nicht gebrauchen kann, weil Mineralstoffe aus toten Materialien, also aus denaturierten Materialien, kann der Körper überhaupt nicht verwenden und muss sie wieder raustreiben. Deswegen bringen einen die Mineralien von Vollkorngetreide überhaupt nichts. Deswegen finde ich Auszugsgetreide besser. Da hat man dann, hat der Körper weniger Arbeit, um das wieder rauszutreiben. Und die Ballaststoffe, die sollte man dann halt durch viel Gemüse dann beisetzen wieder. Oder Flohsamenschalen zum Beispiel. Das kann man auch ganz gut machen, weil Flohsamenschalen reinigen den Darm dann direkt wieder. Das ist eigentlich ideal. Aber Gemüse reinigt halt auch den Darm. Ist halt wie so ein Putzbesen sozusagen für den Darm. Deswegen auch immer schön Gemüse dabei. Und das Gemüse ist halt wirklich satt. Und wenn das halt auch nur kurz gedünstet ist, dann kann es auch sein, dass da halt noch Stoffe drin sind, die der Körper halt gegen die Entgiftung noch gebrauchen kann, um das abzupuffern. Ansonsten könnte auch rohe Salate oder halbrohe Salate auch machen, wie gesagt. Obst ist auch sehr basenbildend und hat genug Mineralien. Kann ich auch sehr stark empfehlen. Ja, ich will jetzt natürlich nicht wieder zu lange halten. Es sind wieder 16 Minuten. Ja, das ist so jetzt mein Tipp für die Leute, die halt irgendwie High Carb machen oder halt eine gesunde vegane Ernährung machen, aber halt noch weiter streben wollen. Also ihr werdet dann nicht mehr als 1500 Kalorien am Tag brauchen und gleichzeitig noch mehr Energie haben. Falls ihr das überhaupt braucht. Also noch mehr Energie, also die meisten schon. Aber wenn ihr zum Beispiel einmal komplett gereinigt seid, also so richtig krass, und dann zu einer High-Carb-Ernährung zurückgeht, also sogar mit 3000 Kalorien am Tag kann das sein, dass ihr trotzdem so viel Energie dabei habt, weil der Körper sich so effizient wieder reinigt, dass ihr damit überhaupt nicht klarkommt, dass ihr so viel Energie die ganze Zeit habt und dass das auch nicht runtergedrückt werden kann, weil auch der Geist befreit ist und ja, das ist auch nochmal ein ganz anderer Aspekt, aber naja.